Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Das Hamburger Derby steht an und ich sehe schon den Hass und die Anfeindungen in den Kommentaren. Die werden natürlich gelöscht. Klar, Rivalität ist auf jeden Fall gut, aber wenn ihr anfangt, euch gegenseitig zu beleidigen, ob das jetzt St. Pauli-Fans sind, die HSV-Fans beleidigen oder HSV-Fans, die St. Pauli-Fans beleidigen oder neutrale Fans, die beide beleidigen, ja, sowas schmeiße ich einfach raus. Das muss jetzt hier nicht unbedingt sein. Bleibt untereinander auch fair in den Kommentaren. Ich bin das auch. Mein Tipp ist 2:1 für den HSV. Ich denke mal, ja, der HSV ist da ein bisschen abgezockter und wird dann am Ende auch verdient in die erste Liga aufsteigen. Aber wir schauen mal drauf, was die Prognose sagt. Ich nehme das jetzt hier bewusst auf, bevor ich die Prognose gespielt habe, beziehungsweise der Computer die Prognose gespielt hat. Ich habe damit ja nichts zu tun. Ja, um mögliche Spoiler oder so in meiner Anrede schon zu vermeiden. Jetzt geht's los mit dem Derby. Viel Spaß dabei und wie gesagt, bleibt in den Kommentaren fair. Ihr werdet sonst eh rausgelöscht. Los geht's. Und damit ein ganz herzliches Willkommen aus dem Millerntor-Stadion. Der FC St. Pauli empfängt den Hamburger Sportverein. Es ist Hamburger Wetter, es regnet schon den ganzen Morgen. Und jetzt um 13.27 Uhr schauen wir als allererstes auf die Aufstellung der Hausherren. Himmelmann im Tor davor, Buballa, Avevor, Hochmar und Kalla in der Viererkette auf der Doppel-6, Knoll und Buchtmann, der die gesperrten C hier ersetzt, Sobotta, Müller, Deli und Miyaichi in der offensiven Dreierreihe und in der Spitze natürlich Alex Meyer, der zuletzt auch gegen den Sportclub aus Paderborn erfolgreich war und dort das Siegtor erzielte. Der Hamburger Sportverein kommt etwas verletzungsgebeutelt, Mikkel im Tor ersetzt weiterhin den Verletzten, Pollersbeck, Santos, Van Drongelen, Bates und Sakai in der rechten Verteidigung heute aufgeboten, auf der 6 Mangala, Yatta, Özkan, Jung und Naray in der offensiven Viererkette, weil Holtby rausrückt, Mangala nach Sperre wieder dabei ist, in der Spitze klar. Pierre-Michel Azoga, er soll auf der Seite der Rothosen die Treffer erzielen. Das ist nicht nur sowieso ein bedeutendes Spiel, weil es sich um das Hamburger Derby dreht, aber es geht eben im Hinblick auf die Tabelle auch um extrem viel. Der HSV kann sich weiter absetzen und den zweiten Tabellenrang, falls der erste FC Köln patzt, sogar den ersten Tabellenrang erobern oder zumindest festigen, dann eben dementsprechend den zweiten Platz. Und der FC St. Pauli kann auf einen Punkt an die Konkurrenz heranrücken. Wir sind gespannt, dürfen uns darauf freuen, hoffentlich mal auf ein ereignisreicheres Spiel als das, was wir im Hinspiel gesehen haben. Die Braun-Weißen stoßen an heute eher in komplett braun von links nach rechts und der Hamburger Sportverein klar in den weißen Trikots und den roten Hosen von rechts nach links. Und der FC St. Pauli versucht hier gleich nach vorne zu arbeiten, da macht aber Sakai erstmal einen Strich durch die Rechnung. Ich hatte es angedeutet, dadurch, dass Mangala zurückrückt, ist Sakai neu in der rechten Verteidigung. Naray rückt dafür eine Position nach vorne ins rechte Mittelfeld, soll dann für mehr Schwung über die Außenbahn sorgen. Wang fehlt ja verletzungsbedingt, konnte nicht mal das Spiel gegen Fürth über 45 Minuten bestreiten, wurde da im ersten Durchgang noch ausgewechselt. Kalla luchst hier Van Drongelen den Ball ab und dann Alex Meyer mal vom 16er. Bates passt aber auf und luchst ihm den Ball ab. Wie gesagt, es war bereits angesprochen, das Hinspiel war wirklich ereignisarm, wenn nicht gar sogar fast chancenlos. Bis in die 93. Minute brachte der FC St. Pauli fast nichts nach vorne, was gefährlich war. Und auch da war es nur ein Torschuss von Schenk Sahin aus der Distanz. Jetzt zumindest mal ein Flankenversuch, der aber direkt in den Arm von Robin Himmelmann landet. Aber wir sagen mal, immerhin der Ball im gegnerischen Strafraum. Keine 10 Minuten gespielt. Der Hamburger Sportverein versucht es jetzt mal über Sakai von hinten aufzubauen. Orel Mangala, wichtig, dass der wieder dabei ist nach der Sperre, die er aus Regensburg mitnahm. Jung auf Pierre-Michel Azoga und jetzt dann auch mal die erste Möglichkeit. Ging jetzt relativ schnell über die Zentrale. Der FC St. Pauli da nicht gut sortiert. Mit Azoga geht keiner mit, das sollte man am besten besser machen.
Knoll wird gefoult, aber es gibt den Vorteil. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Deli auf Miyaichi, der Japaner, extrem schnell alleine vor Tom Mickel. Bleibt aber nicht kühl genug. Die Riesenmöglichkeit hier zum 1:0 für den FC St. Pauli. Mickel macht es gut, kommt raus, verkürzt den Winkel und wehrt dann mit dem Knie ab. Jetzt eine Eckballmöglichkeit für den FC St. Pauli. Da ist natürlich einer gesucht, wie Alex Meyer. Knoll bringt den auch rein. Auf Meyer zumindest in die Richtung. Naray kann es aber erstmal klären. Aber Hogmar bringt den Ball eventuell wieder rein. Lässt sich den hier aber von Lasogga, der gut mit nach hinten arbeitet, abluchsen. Das war für den HSV schon ein extrem wichtiger Sieg gegen Fürth, mit einem Dreier in das Spiel reinzustarten hier am Millerntor am Sonntagmittag. War extrem wichtig für die Nerven, für den Kopf. Jetzt wieder der HSV. Buballas aber erstmal dazwischen. Und dann kann es wieder in die Gegenrichtung gehen. Der FC St. Pauli verschanzt sich hier zunächst nicht. Das kann man positiv hervorheben. Im Hinspiel sah das anders aus. Da waren sie doch recht destruktiv. Am Ende war es ein 0:0. Das jetzt abermals angesprochen wird, weil es wirklich extrem langweilig und enttäuschend war. Aber heute haben wir immerhin schon zwei Möglichkeiten gesehen, vermutlich schon mehr als das, was wir über 90 Minuten im Hinspiel sahen. Damit sei aber auch genug in die Vergangenheit geblickt. Wir schauen drauf, was jetzt hier der Hamburger Sportverein machen kann. Der spielt hier tendenziell etwas mutiger nach vorne und der FC St. Pauli jetzt doch recht tief im eigenen Strafraum. Orel Mangala waltet da im Mittelfeld. Lasogga, Jatta und Özkan. 23. Minute, der nächste Abschluss für den HSV, die Nummer 41. Heute wieder von Beginn an dabei, wurde für Wang eben eingewechselt im Spiel gegen Fürth. Und Robin Himmelmann hat hier unbedingt die Ruhe weg. Ordnet da noch seine Männer, ist natürlich auch noch genug Zeit. Aber kann auch ein bisschen schneller gehen, wenn man ehrlich ist. Im Prinzip braucht ja der FC St. Pauli diesen Dreier mehr. Möller-Deli. Ryo Miyaichi verliert den Ball an Jatta und Özkan. Jetzt kann es wieder schnell nach vorne gehen. Bakary Jatta, nicht das beste Spiel gegen Fürth abgeliefert, war bemüht, aber im Endeffekt dann doch glücklos. Jetzt der HSV über die linke Seite. Douglas Santos, die erste Offensivaktion von ihm, legt wieder in die Mitte zu Özkan. Ein extrem starkes Mittelfeld mit Jung, Özkan und Mangala haben sie dort aufzubieten. Naray, Jung, wieder Naray. Jetzt ist Buballa dazwischen, klärt es aber etwas hektisch. Drischt den Ball da ins Seitenhaus. Ja, und es regnet hier weiter den ganzen Tag schon. Macht die Platzverhältnisse auf Dauer vermutlich auch nicht besser, aber es ist nun mal so. Mats Möller-Deli, Alex Meyer legt nochmal rauf auf Jan-Philipp Kaller. Ryo Miyaichi, Buchtmann, Hogmar, es geht wieder hinten rum. Mats Möller-Deli, Knoll, jetzt vielleicht mal. Buchtmann auf Möller-Deli, Alex Meyer mit dem Abschluss und das Tor. 31. Spielminute. Alex Meyer mit dem wunderbaren Schlenzer zur Führung für den FC St. Pauli und das kam jetzt aus dem gar nichts. Lange keine Offensivmehraktion gehabt und jetzt schlagen sie auf diese Art und Weise zu. Das ist eben ein Alex Meyer, der braucht nicht viel. Aber wenn er dann mal dieses wenige geboten bekommt, dann macht er das Maximale draus. 31. Spielminute, Alex Meyer mit dem 1:0 für den FC St. Pauli. Das ist ärgerlich für den HSV, weil sie eigentlich schon in Führung hätten sein können. Die Möglichkeiten waren bislang auf ihrer Seite. Und das verändert hier doch einiges. Klar, der FC St. Pauli stand eh schon tief. Das wird sich jetzt vermutlich nicht groß ändern. Naray kommt über die rechte Seite nicht durch. Aber der HSV hat schon bewiesen, dass er dazu in der Lage ist, Rückstände zu drehen, auch in dieser Liga. Und die werden hier sicherlich nicht einklappen. Der FC St. Pauli jetzt aber wieder versucht, nach vorne zu spielen. Möller-Deli auf Alex Meyer. Da gehen die Publikumsgeräusche dann natürlich auch wieder hoch. Aber Santos ist erstmal abgeklärt, macht da
einen guten Job. Santos ja nicht nur in der Offensive extrem gut als Flügelspieler, auch in der Defensive arbeitet er viel und ackert da einiges weg. Bakariata nimmt dann wieder Özkan mit, der schon im Strafraum. Özkan mit der Flanke und Khaled Narey an die Latte. Jetzt kommt wirklich einiges zusammen für den HSV. Super Direktabnahme. Buballa kommt zu spät. Himmelmann hätte nicht mehr eingreifen können. Und Narey trifft nur das Gestänge. Viel Glück gerade für den FC St. Pauli. Und es sei nochmal angesprochen, es hätte genauso gut schon andersrum stehen können. Beziehungsweise das wäre vermutlich sogar logischer gewesen. Hoogmaa jetzt mit dem Fehler. Lasogga dazwischen. Das könnte gefährlich werden. Narey, Özkan und da ist Gideon Jung und die nächste Möglichkeit. Und die nächste Möglichkeit, die wieder nicht ganz ungefährlich war. Hoogmaa mit dem Fehler und der Schuss zieht auch nur haarscharf am Pfosten vorbei. Viel Pech weiterhin für den HSV. Knapp 5 Minuten vor der Pause. Klar, die St. Pauli-Fans sind sehr gut drauf und Himmelmann hat mehr als genug Zeit, aber sie sollten sich darauf fokussieren, im zweiten Durchgang nicht nur Zeit zu spielen. Wenn das so weitergeht, dann wird es am Ende eben eine saftige Nachspielzeit geben. Und am Ende kann sowieso immer wieder gegen einen verwendet werden. Kalla über Rio Miyaichi. Legt dann nochmal auf Kalla, der da mitkommt, der rechte Verteidiger. Sakai kann es aber erstmal klären. In die Füße von Marvin Knoll. Jung dazwischen, aber weiterhin die braun-weißen Ballbesitz. Knoll, Meier und Christopher Buchtmann mit dem Abschluss und die sind einfach eiskalt. Das kann doch nicht wahr sein. 2:0 für den FC St. Pauli. Die dritte Chance und das zweite Tor. Effektivität in Persona. Christopher Buchtmann und die Vorlage von Alex Meier, der gut ablegt, natürlich auch schwer zu verteidigen ist. Aber Buchtmann ist dann zu frei. Drongelin kommt dann zu spät. Und Mikkel kann sich nicht mehr strecken. 2:0 für den FC St. Pauli. Und man schaut sich hier die Gesichter an. Die Freude ist groß, aber auch die Verwunderung, wie das eigentlich wirklich passieren konnte. Nach 45 Minuten steht es hier 2:0. Und der Hamburger Sportverein hatte die besseren Möglichkeiten und hatte auch mehr Möglichkeiten. Wie können sie damit dann jetzt infolgedessen umgehen? Wird klar noch schwerer, aber sie haben gezeigt, dass sie die Möglichkeiten herausspielen können und die individuelle Qualität haben sie sowieso. Sakai nochmal mit dem weiten Ball über die rechte Seite. Narey, Özkan und jetzt ist Pause. Zwei Tore haben wir gesehen, beide für den FC St. Pauli. Wodurch ein doch etwas überraschendes 2:0 zustande kam. Einen wunderbaren Treffer von Alex Meier und dann ein Hammer aus kurzer Distanz von Buchtmann. Zur Pause steht es 2:0, aber im zweiten Durchgang ist dann sicherlich noch alles offen. Besonders für den HSV. Jo, das war die erste Halbzeit des Derbys. Ich würde sagen, viel Spaß bei der zweiten. Und ich sag's nochmal, egal wie dieses Spiel ausgeht, bleibt fair in den Kommentaren. Willkommen zurück am Millern-Tor. Es gab zur Pause einen Wechsel. Rio Miyaichi ist bei den Gastgebern verletzungsbedingt oder angeschlagenbedingt in den Katakomben geblieben. Dafür Lankford dabei, Kevin Lankford, vom 1. FC Heidenheim gekommen. Hatte bislang eigentlich noch keine Rolle gespielt, ist jetzt aber über die rechte Seite neu dabei. Wir dürfen gespannt sein. Für den HSV wird es jetzt eine große Aufgabe. Das 2:0 kurz vor der Pause war klar, ein ziemlicher Nackenschlag, aber Hannes Wolf hat sicherlich die Ansprache und auch das Wissen, hier das Ruder rumzureißen. Jatta nimmt Douglas Santos mit, aber klar ist auch, es wird jetzt noch offensiver beim HSV und sie hatten schon extrem viele Möglichkeiten. Lasogga, Jatta, Bakary Jatta, das kann doch nicht wahr sein. Wieder Aluminium und wieder viel Glück für den FC St. Pauli. Jetzt der schnelle Anschluss, das wäre es natürlich gewesen. Ist das ärgerlich. Aber der HSV bleibt dran. Denkt nicht mal im Ansatz daran, sich hier aufzugeben. Der FC St. Pauli hat eben jetzt auch schon Schwächen bewiesen. Und da kommt Orel Mangala. Spaziert da durch den 16er. Himmelmann mit der Parade und dann kann es Knoll klären.
richtig unter Beschuss hier. Die 11 von Markus Kauczynski, die bislang im zweiten Durchgang extrem unter Druck geraten ist. Lasoga und der nächste Abschluss. Hier ist wirklich einiges geboten und dass es 2-0 steht, ist fast ein kleines Wunder. Der FC St. Pauli kommt hinten gar nicht mehr raus. Und jetzt gibt es auch bei den Hamburgern den ersten Wechsel. Da ist Sali Özkan rausgegangen, dafür Opoku neu in der Partie. Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Opoku, ja, neuer Mann, hat man bislang vorher beim HSV auch noch nicht so viel von gehört, aber sicherlich ein Kreativer für die Zentrale. Da ist er, so ist er zumindest nominell aufgestellt, macht das auch, ordnet sich da im Mittelfeld an, Knoll gegen Jung und dann ist erstmal Hogmar dazwischen mit dem weiten Ball. Das ist jetzt extrem unkreativ, was der FC St. Pauli dort spielt. Der HSV macht hier das klar bessere Spiel, spielt den besseren Fußball, aber so kann es dann eben gehen. Man muss rückblickend auch sagen, das Spiel gegen Fürth vom HSV, das war wirklich nicht gut. Da konnte man nicht viel spielerisch Positives rausziehen, kämpferisch und ergebnistechnisch klar über allen Zweifeln erhaben, aber trotzdem, das was sie hier aufbieten, ist richtig stark. Jung und Jung, der nächste Abschluss. 64. Minute, es steht weiterhin 2-0. Und man kann sich immer nur wiederholen. Das ist kaum zu glauben, dass es hier immer noch 2-0 steht. Wechsel jetzt nochmal bei den Braun-Weißen. Sie sehen oben die Schussstatistik. 3 für St. Pauli, 9 für den HSV. Eine deutliche Sprache. Sobotta ist gegangen, dafür neu in der Partie Richard Neudecker. Und auch ein Wechsel bei den Hamburgern. Jatta ist gegangen und dafür Tatsuito. Hier ist er gleich neu in der Partie. Pierre-Michel Lasoga legt auf Jung. Legt auf Jung! Himmelmann, nochmal Jung. Geklärt auf der Linie von Knoll. Lasoga zu Ito. Der Abschluss ist dann aber harmlos. Die nächste Riesenszene. Diesmal ist es Himmelmann, der es verhindert. Dann auf der Linie Knoll. Und dann nochmal der Schuss. Es könnte nicht bitterer laufen für den HSV an diesem Nachmittag. Sie machen und tun und arbeiten und kämpfen und spielen vor allem. Aber es führt die Mannschaft, die im zweiten Durchgang nicht einmal im gegnerischen 16er war. Tatsu Ito legt zu Opoku. Macht hier einen ganz guten ersten Eindruck. Ito mit der Flanke, Buballa kann es dann aber erstmal klären. Jedoch nur in die Zentrale und der HSV kommt sofort wieder jetzt. Alle Braun-Weißen hinterm Ball. Opoku, Pierre-Michel Lasoga und dann Santos auf Ito. Ist im 16er. Ito hat die Überlegung und Opoku mal mit dem Abschluss. Und wieder Himmelmann. Das ist zum Verzweifeln. Viertelstunde noch zu spielen. Der FC St. Pauli scheint das hier ohne etwas nach vorne zu tun, über die Zeit zu bringen. Und auch das wird nicht wirklich gefährlich, weil Sakai gut aufpasst und in der Defensive gut mitarbeitet. Die Zeit läuft jetzt den Hamburgern einfach davon. Die Möglichkeiten sind da. Und sie sehen es oben. Klar, ausverkauft. 29.546 Zuschauer, keine Frage. Hätten wahrscheinlich auch doppelt so viele Karten verkauft werden können. Opoku mit dem Flankenversuch. Kalla ist dazwischen. Und es gibt Eckstoß, aber nochmal ein Wechsel beim HSV. Jan Jicic auch nach Sperre wieder dabei. Gideon Jung geht raus. Der hatte Riesenmöglichkeiten, der Junge. Aber konnte keine einzige davon verwandeln. Jan Jicic vielleicht etwas kälter vor dem Kasten. Deli kann diesen Eckstoß erstmal klären, aber sie denken gar nicht mehr dran, erstmal wirklich rauszurücken. Wieder der HSV. Jan Jicic, aber Buballa ist dazwischen und dann war es wohl ein Handspiel von Jan Jicic, das gepfiffen wurde. Noch 10 Minuten etwa zu spielen. Plus X dürfte auch zumindest die ein oder andere Minute Nachspielzeit geben. Klar, es gab nicht große Unterbrechungen, aber der Ball lag doch häufig hinter dem Tor von Himmelmann, wo er sich dann auch immer das ein oder andere Mal die Zeit gelassen hat. Aber der HSV glaubt weiterhin dran, hier noch was mitnehmen zu können. Und man ist auch ehrlich, jetzt das 2-1 relativ schnell und es ist noch alles möglich. Aber das Abschlusspech, das sie bislang hatten, macht da nicht unbedingt Mut, zumindest nicht in dem Sinne. Buchtmann auf Kevin Langford.
vielleicht nochmal einen Abschluss im zweiten Durchgang. Nein, was der FC St. Pauli hier im zweiten Durchgang nach vorne bietet, ist wirklich haaresträubend. Aber es funktioniert ja bislang. Weiterhin stehen da diese drei Torschüsse. Das ist wirklich extrem mager. Der HSV hat schon 13, 14 abgeliefert. Aber steht eben 2-0 für die Mannschaft mit den drei Torschüssen. Mangala nochmal. Langsam müsste der Ball nach vorne. Vielleicht auch mal mit Langbällen agieren. Aber das möchte Hannes Wolf einfach nicht. Douglas Santos über die linke Seite. Der Flankenball dann aber nicht gut genug. Himmelmann fängt den ohne Probleme ab und damit ist die reguläre Spielzeit dann auch in einigen wenigen Augenblicken abgelaufen. Nochmal ein langer Ball von Janicic. Es gibt nur 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist extrem wenig. Das ist viel zu wenig. La Soga nochmal. Aber der scheitert. Ein Sinnbild für diese Partie. Der HSV scheitert und ja, wirklich unglücklich. Feuert ab aus allen Lagen. Wir sehen es auch. 7:1 Paraden, eine klare Sprache. Himmelmann vielleicht der Mann des Spiels, was der alles rausgefischt hat. Und jetzt ist Alex Meyer noch runtergegangen, als wir uns die Szene gerade nochmal angeguckt haben. Dafür Jan-Marc Schneider dabei. Hier ist er auch gleich. Jan-Marc Schneider war auch nicht mehr wirklich gefährlich. Nachspielzeit abgelaufen. Schon über 1,5 Minuten drüber und dann dürfte es das gleich gewesen sein. Was bedeutet das jetzt, dieser Sieg des FC St. Pauli? Eigentlich nicht viel, außer dass sie jetzt einen Punkt dran sind am HSV. Aber der Hamburger Sportverein hat dann auch in Folge die Qualität, das wieder alles rauszuhauen und dann mit anderen Ergebnissen zu kompensieren. Ärgerlich ist es trotzdem, klar. Denn das ist so unnötig. Man hatte so viele Möglichkeiten, so viele Chancen. Doch am Ende reichte es nicht mal zu einem Punkt. Das Derby ist vorbei und der FC St. Pauli gewinnt am Millerntor mit 2:0. Es haben tatsächlich 3 Torschüsse ausgereicht, um den HSV zu besiegen. Sie können es selber nicht fassen. Und als Zuschauer ist man da auch sicherlich etwas überrascht. Denn das, was der HSV an Möglichkeiten vergeben hat, das war man so einfach nicht gewöhnt. Da hätten sie kühler sein müssen. Am Ende ist es ein Derby, das mit 2:0 am Millerntor für die Gastgeber entschieden wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin und ciao. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Was soll ich sagen? St. Pauli gewinnt mit 2:0 aus 3 Schüssen, machen die 2 Tore. Ja, ich hoffe, ihr seid fair in den Kommentaren geblieben, trotz des Ergebnisses. Tippt in den Kommentaren gerne dagegen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.